So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ihr seht es schon, wir haben sie da, wir haben sie ausgepackt. Jahrelang standen die jetzt hier rum, im Regal, im Samyang-Regal, in der alten Wohnung, überall. Shenaya hat jetzt drei dieser Soßen getestet in einem Video. Dann habe ich gedacht, lass dich nicht lumpen, holst du dir die vierte dazu, die Samyang-Mayonnaise, machst endlich dein Video und holst das dann raus und lädst das dann hoch, damit die Shenaya dann mal guckt, was du davon hältst. Wir haben sie also hier, die Samyang-Soßen, alle Samyang-Soßen, die es gibt. Die ganz normale schwarze, die ja die Original ist. Dann die Too Spicy, die bei den extra scharfen Nudeln dabei ist. Was bei vielen beliebt ist, natürlich Carbonara. Jetzt ja auch als Soße. Die habe ich selber auch noch nicht getestet, noch gar nicht probiert. Dazu habe ich mal extra Videos gemacht, auch früher, wo ich mir den Samyang Nudeltopf gemacht habe und mir ist die ganze weggebrannt, ne? Und das habe ich auch noch nicht probiert. Das ist die Samyang Mayonnaise, aber alles Hot Chicken Flavor und wie immer teste ich das Ganze natürlich mit Chicken Nuggets, dass man was hat, was man so dazu essen kann oder vielleicht auch einfach so einem Löffelchen so zum Probieren. Ich mache die Nuggets jetzt erstmal warm, dann gucken wir uns das alles nochmal genauer an. Fürs Thumbnail aber das hoffentlich gut reingehalten. Alle Samyang Soßen im Test. Zack, Thumbnail ist auch fertig und wenn ich hier sehe, bei manchen steht drauf, dass sie im Juli 22 schon abgelaufen sind. Das ist schon über ein Jahr her, aber egal, ich teste die jetzt trotzdem. Adi Schatz, alles Gute. So, die Nuggets sind warm. Das sind die Nuggets. Und wir fangen natürlich wieder an mit der ersten Soße. Mit der ganz normalen Originalsoße. Eigentlich müsste ich mit der Carbonara anfangen, weil das die mildeste ist. Aber weil ich die noch nicht kenne und die hier schon kenne, möchte ich nochmal genau auf den Original Samyang Soßengeschmack zurückgreifen. Hier steht bis 15.02.2023 haltbar, ist also eigentlich auch schon abgelaufen. Hot Chili Sauce, Hot Chicken Flavor Sauce, Bulldog, Shake Well. Werden das jetzt also mal schütteln. Dass der ganze Mist, der ganze Schimmel rumfliegt. Ich weiß nicht, was damit ist, aber egal. Wir machen das jetzt hier mal auf. Weiß nicht, inwiefern man das trotzdem überziehen kann oder ob das dann was an der Schärfe ändert oder ob man dann einfach nur noch mehr Bauchramses kriegt. Wir können das ja auch jetzt hier aufdrehen. Und da reingucken vor allem. Und dann seht ihr nämlich, dass da noch ein Deckel drauf ist. Und den müssen wir jetzt auch überall erstmal noch entfernen. Jetzt ist der Deckel ab. Wir riechen hier rein und haben übelst die Note. Und wenn du noch mehr reinriechst, dann musst du schon gleich husten, weil das richtig scharf, feurig, pfeffrig irgendwie auch entgegenkommt. Aber irgendwie halt diesen besonderen Samyang-Geschmack, dieses Samyang-Feeling wiedergibt. Das kam jetzt wahrscheinlich durch die Soße, weil ich da so sehr dran geschnüffelt habe. Wir machen uns jetzt von der Soße einfach mal was hier auf den Löffel. Nicht zu viel. Das ist hier leider sehr, sehr flüssig. Wir probieren einfach mal einen Löffel so. Sehr präsent, sehr schmackhaft, gleichzeitig scharf, aber irgendwie angenehm scharf. Jetzt das Ganze mit einem Nugget dazu. Wir schön diese Soße drauf machen. Ein Nugget mit Soße und alles tropft runter. Mmh. Das nenne ich mal Hot Chicken Flavor. Ich weiß nicht, wieso die so flüssig ist. Ob die immer so war? Wahrscheinlich schon. Ich merke geschmacklich keinen Unterschied. Es scheint trotzdem in Ordnung noch zu sein. Und wir kommen direkt zur zweiten. Zur Too Spicy Variante. Wo hier natürlich nur Extremely Spicy draufsteht. Bis 15.01.23.
ist an sich auch schon wieder abgelaufen. Schütteln wir jetzt mal rum und machen hier wieder den Nippus auf. Den Nippus, den Bibus, den wie auch immer Bus. Einmal hier drum rum. Einmal die Kappe, dann haben wir bestimmt hier drin auch wieder einen Deckel, der auch ab muss. Also ihr seht, dass die wirklich alle unangetastet sind. Wir riechen hier, die riecht viel strenger. Jetzt habe ich gleich wieder dieses Feeling von dem Samyang-Nudeltopf, den wir damals gemacht haben. Das machen wir auch auf. Da füllen wir uns auch was auf den Löffel, um das einmal so zu testen. Die extremely spicy, und die seht ihr schon, ist gefühlt viel dick, flüssiger, obwohl die gleiche Zeit über die Zeit ist. Ich denke wirklich, das ist der Unterschied, dass sie halt nochmal mehr musig ist. Wir probieren den Löffel. Jetzt ist wieder dieser Effekt da. Die erste hatte ich aus dem Nichts so geschockt und dir so ein Bitzel im Mund verpasst, dass du bei der zweiten gar keine Steigerung mehr so richtig wahrnimmst. Man könnte denken, die ist gar nicht scharf, weil man gar nichts mehr merkt, aber man merkt einfach nichts mehr, weil die erste schon scharf genug war. Wir hauen den jetzt hier auch wieder was drauf, auf den Nugget. Weil die nicht ganz so flüssig ist, würde ich mir lieber die rote holen, weil die besser portionierbar ist. Ansonsten nehmen sich die beiden Soßen eigentlich nicht viel. Ihr könntet, wenn eine günstiger ist als die andere, da zugreifen. Geschmacklich sind sie auf jeden Fall beide top. Das ist Samyang-Feeling für zu Hause. Machen wir weiter mit der Carbonara-Soße in dieser rosanen Edition. Wir schütteln auch wieder. Sehen, hier steht 15.923. Das heißt, das ist die erste, die noch nicht über die Zeit ist, die sogar noch haltbar ist. Wo wir jetzt aber auch wieder oben den Deckel abmachen müssen. Auch wieder aufschrauben. Wieder reingucken, sehen, dass da auch wieder so ein Nippus dran ist, den wir aufziehen. Und wenn die andere flüssig war, die zweite fest war, ist die hier einfach nur Stein. Da tut sich gar nichts. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich richtig drücken, dass was rauskommt. Vielleicht ist sie halt sahnig, irgendwie abgerundet. Wir packen uns auf jeden Fall wieder was auf den Löffel. Sieht jetzt irgendwie aus wie Ketchup, einfach wie Gewürzketchup ein bisschen. Oh, schmeckt wie Spaghetti Carbonara, eine richtige Sahne, Sahne-Schinkennote, irgendwas Kräuterliches bisschen mit dabei. Die habe ich bisher, wie gesagt, noch gar nicht gehabt. Probiere ich jetzt gerade das erste Mal. Scheint mir auch etwas mild zu sein, aber hat so einen interessanten Geschmack. Wenn ihr also Bock habt, so ein Fläschchen euch zu holen und auf egal was für Nudeln draufgeknallt, habt ihr auf jeden Fall einen mega interessanten Carbonara-Geschmack für alles andere. Muss Pupsi mal sich Nudeln machen, damit probieren. Vielleicht nicht zu viel Soße drauf, dass es nicht zu scharf ist. Auch Hot Chili, aber ist, glaube ich, die mildeste von denen. Mit einem richtig angenehmen, sahnigen Geschmack. Ich finde alle drei bisher richtig gut. Keine dabei, die nicht schmeckt. Bei der Mayonnaise habe ich nur jetzt ein bisschen Schiss. Bei der Mayonnaise steht nämlich drauf, für das 7.22. Die ist hier unten auch komplett orange. Und Mayonnaise ist normalerweise nicht orange. Vielleicht sah die mal anders aus. Ist mittlerweile orange geworden. Ich hoffe, die ist noch gut. Ansonsten shake well. Gucken wir mal an, ob die sich dann nochmal anders... Obwohl, wenn das ja Hot Chicken Flavor, Hot Chili Mayonnaise ist, kann es ja trotzdem sein, dass zu dem hellen Farbton sich irgendwie ein roter Chili-Ton dazu gesellt. Und deswegen ist das Ding
eben so orange. Sieht aus wie Senf-Ketchup. So, machen es hier oben auch auf. Einmal hier. Man kann dieses Etikett, also diesen Nippel, von oben bis hier runterziehen. Dann ist doch aber die ganze Flasche nackig. Das fände ich nicht gut. Ich will eigentlich die Flasche behalten und mir irgendwie ins Regal stellen, anstatt alles abzumachen. Sieht zwar trotzdem komisch aus, so, aber ihr habt ja trotzdem diese Bauchseite noch alles vorhanden. Das müssen wir auch wieder ganz aufdrehen. Auch wieder hier. Da kommt schon alles entgegen. Auch wieder hier aufdrehen. Das legen wir mal ab. Wir müssen jetzt mal den Finger abschlecken. Machen die Kappe wieder drauf. Nehmen einen Löffel von der Samyang Bulldog Mayonnaise, was aussieht wie Senfketchup. Dick, wurstig. Probieren mal. Mayonnaise hat ja aber so ein bisschen muffigen Geschmack. Hat einen Mayonnaise-Geschmack ein bisschen, ja, und irgendwas brennt auch, kann aber auch von den anderen Soßen sein. Ich sehe gerade, hier vorne ist abgebildet in dem Näpfchen, dass das normal wirklich so orange aussieht. Ist also nicht durch das Ablaufen oder irgendwas gekommen. Die sieht normal so aus. Wäre vielleicht schlauer gewesen, die wirklich mal zu testen, wenn man nichts anderes davor gegessen hat, dass man genau den Geschmack aufnimmt. Die hat bestimmt eine gute Schärfe, die ist bestimmt schön spicy. Eggfree ist sie auch noch, eine Hot Chicken Flavored Mayonnaise nach Hühnchengeschmack. Brianga wollte die unbedingt mal testen auch. Die Shania wollte die unbedingt mal testen, die kommen jetzt bald zum Geburtstag. Vielleicht wollen die beide da mal probieren. Vielleicht nehmen wir die einfach mit zum Grillen mit Bratwurst und so Zeug. Da passt das bestimmt auch gut dazu. Wir probieren es jetzt nochmal mit Nugget. Schmeckt ein bisschen unscheinbar. Während alles andere richtig reinhaut, ist das halt sehr fettig und cremig, aber nicht cremig, scharf und genial wie die Carbonara. Deswegen möchte ich jetzt nochmal eine Carbonara zum Vergleich mir hier drauf zimmern. Und zum Abschluss nochmal die ganz original schwarze Samyang Bulldog Soße. Ich glaube, beim ersten Mal, als ich die probiert hatte, hatte ich deutlich mehr Probleme, fand das viel schlimmer und schärfer. Mittlerweile durch das ganze viele Samyang Bulldog Essen und das Schafessen hat man sich, glaube ich, ein bisschen an die Schärfe gewöhnt. Man merkt es trotzdem noch, es ist trotzdem noch brutal, schmackhaft, aber man überlebt es. Und isst einfach noch eins und noch eins und noch eins. Das ist richtig genial. Du kannst dir Schafessen wirklich antrainieren. Und ich merke das auch. Das ist jetzt mein letzter Happen. Das ist mein letzter Happen. Das Hirn setzt nämlich auch schon aus. Kennt ihr die Samyang-Soßen? Habt ihr schon mal alle probiert? Gibt es sogar noch mehr, die ich nicht kenne? Schreibt es mal in die Kommentare. Was ist eure Lieblingssoße? Ich feiere, wie gesagt, die schwarze. Ich feiere auch diese Carbonara-Soße. Das ist auf jeden Fall ein Highlight. Sonst war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.